Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Schön, dass Sie gekommen sind. Nun, das Publikandum für heute. Kirchenmusikalische Andachten in der Fastenzeit. Auch in diesem Jahr werden in der St. Antoniuskirche kirchenmusikalische Andachten stattfinden. Diese Andachten sind gedacht als Vorbereitung auf das Osterfest. Bei Musik und meditativen Texten gibt es die Möglichkeit, sich zu besinnen auf die Fastenzeit und das kommende Osterfest. Die erste kirchenmusikalische Andacht findet statt am Sonntag, 20. März um 16 Uhr. Sie wird mitgestaltet von Daniela Müllers auf Klarinette, begleitet an der Orgel von Hans Stege. Die zweite Andacht wird am Sonntag, 3. April um 16 Uhr stattfinden. Sie wird mitgestaltet von dem Chor Encore aus Odenzaal, Niederland. Die Kirchengemeinde lädt ganz herzlich zu diesen Andachten ein. Um eine Spende wird gebeten. Und in dieser Messe heute beten wir insbesondere für ein Jahresseelenamt Bruno Kowalski. Wir beten auch für die Lebenden und die Verstorbenen der Familie Menges Lammes, sowie auch für die Verstorbenen der Woche, Bernadine Beckmeier, Monika Kudler und Josef Becher. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Wir wünschen eine schöne Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Also bitte, wir schlagen vom Gotteslob Nummer 19 auf. Gotteslob Nummer 19, 4 auf. Herr,
mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich. Pacem Domine in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster. O Gott, Vater aller Menschen, du bittest jeden von uns, Liebe dorthin zu tragen, wo Arme erniedrigt werden, Freude dorthin, wo die Kirche entmutigt ist, und Versöhnung dorthin, wo Menschen voneinander getrennt sind, der Vater vom Sohn, die Mutter von der Tochter, der Mann von seiner Frau, der Glaubende von dem, der nicht glauben kann, der Christus von seinen nicht geliebten christlichen Brüdern. Du bahnst uns diesen Weg, damit die verbundene Liebe Jesu Christi, deine Kirche, vermehrt die Gemeinschaft für die Arme der Erde und für die ganze Menschheit mittle sei. Da pacem Domine in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster. Bekenntnis. Vor dem allmächtigen Gott bekennen wir unsere Schuld und voreinander gestehen wir alles Böse, durch das wir unser Zusammenleben gestört und den Frieden auf Erden geschadet haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen. Einander wollen wir unsere Schuld verzeihen und Gott um sein Erbarmen und um seine Gnade bitten. Der allmächtige Gott wird uns gnädig sein, denn er ist größer als unser Herz. Gott, unser mütterlicher Vater, vergebe uns unsere Sünden und führe uns hin zum ewigen Leben. Amen. Da pacem Domine in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.
Herr Jesus Christus, geliebter Sohn Gottes, du bist gekommen, um den Menschen den Gott ihres Lebens zu zeigen. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, geliebter Sohn Gottes, du bist gekommen, um Frieden zu stiften und Gerechtigkeit aufzurichten. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme. Jesus Christus, geliebter Sohn Gottes, du bist gekommen, um Mut zu machen und zu trösten. Herr, erbarme dich. Herr, der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, immer wieder überrasch du uns Menschen mit deiner Gegenwart. Schenke uns das Vertrauen, das deine Nähe stärkt und heilt und der Welt den Frieden schenkt. Lass uns so das Leben bestehen. So bitten wir dich, den Gott unseres Lebens, der mit dem Sohn im Heiligen Geist lebt und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen führte der Herr Abraham hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat und dir dieses Land zu eigen gegeben hat. Da sagte Abraham: Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerschnitt er nicht. Da stießen Raubvögel auf die toten Tiere herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Und siehe, Angst und großes Dunkel fielen auf ihn. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Der Herr mein Licht und mein Heil.
verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Lesung aus dem Buch des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ahmt auch mir nicht nach, Brüder und Schwestern, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott der Bauch, und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz, steht fest im Herrn, Geliebte. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht
und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Abram, glaubte dem Herrn. Und das rechnete der Herr ihm als Gerechtigkeit an. Die Begegnung Abrahams mit diesem Gott ist eine besondere. Denn Gott offenbart sich ihm als der Herr, der ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat und ihm ein anderes Land zu eigen geben will, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Zuvor verspricht ihm der Herr Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Nachkommenschaft und eigenes Land. Das war für die Menschen zur Zeit des Abraham lebensnotwendig, gar überlebensnotwendig. Das Leben machte Sinn und hatte Bestand vor Gott und vor der Gesellschaft, wenn man Nachkommen hatte und Land. Viel anders ist es heute ja auch nicht. Und Gott verheißt ihm beides. Abraham hatte ja noch keine Kinder. Isaak wurde erst weit später geboren. Abraham hatte kein Land, denn er hat ja seine Heimat verlassen. Er war mittellos. Und allein. Und in diese Situation hinein spricht Gott ihm zu: Zahlreich wie die Sterne am Himmel sind deine Nachkommen, und ich werde dir ein Land geben, das du dir zu eigen machst. Und die Bibel berichtet uns einfach nur: Abraham glaubte Gott. Punkt. Und doch geht es weiter. Dieses so archaisch klingende Opfer, das uns sicherlich sehr schwer zu eigen gemacht werden kann. Aber Gott hat es gefordert. Er fordert, was wir geben können. Er überfordert nicht. Abraham also ist durchaus in der Lage, dieses dreijährige Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube dem Herrn zum Opfer darzubringen. Aber Abraham überfällt ein tiefer Schlaf. Und in der Dunkelheit der Nacht überfallen ihn Angst
und Sorge. Er glaubt und er zweifelt zugleich. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle irgendwo kennen. Im Glauben verwurzelt zu sein und doch immer wieder zweifeln angesichts von Not, von Trauer, von Leid. Sobald unser Weg nicht mehr gerade geht, sobald sich Dunkelheit über uns breit macht, sind wir erfüllt mit Angst, Sorge und Unsicherheit. Was macht Gott in dieser Situation? Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da. Gott macht das Dunkel, die Angst, die Sorge des Abraham hell. Er durchbricht das Dunkel mit dem Feuer seiner Liebe zu Abraham. Und Abraham lässt sich drauf ein, auf den Bund, den der Herr fortan schließt. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Wer auf Gott vertraut, gerade auch im Dunkel seiner Zeit und seines Lebens, in Angst, in Krankheit, in Arbeitslosigkeit, in Trauer, der darf darauf vertrauen, dass die Fackel Gottes, das brennende Feuer seines Herzens, auch unsere Herzen erhält. Auf wunderbare Weise wird uns dies heute vor Augen geführt im Evangelium, das wir immer am zweiten Fastensonntag verkünden, die Verwandlung Jesu auf dem Berge Tabor. Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Was machen Petrus, Johannes und Jakobus? Wie immer, sie schlafen. Dasselbe hören wir spätestens noch einmal Gründonnerstag. Immer wenn es brenzlig wird, dann schlafen sie. Wenn ein besonderes Ereignis geschieht, dann scheinen sie es zu verschlafen. Jesus wird verwandelt. Sein Gesicht strahlend wie die Sonne. Sein Gewand leuchtend weiß. Da schimmert ein Hauch von Ostern durch, vom Osterlicht, von der brennenden Fackel Gottes, die wir in besonderer Weise in Form der Osterkerze in unsere dunkle Kirche tragen werden. Und Petrus verschläft es, wird wach und hat nichts anderes zu tun, als in Aktionismus zu verfallen. Lass uns schnell drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Typisch Petrus. Statt einfach erstmal dieses Tabor-Ereignis auf sich wirken zu lassen, dem Meister zu fragen, was geschieht hier? Warum geschieht das hier? Was ist das? Verfällt er dem Aktionismus. Manchmal frage ich mich, ob es uns als Gemeinde nicht ähnlich geht. Wir machen und machen und machen, wir tun und tun und tun, Aktion über Aktion. Warum nicht einfach mal innehalten? Warum nicht einfach mal sich die Frage stellen, was glaube ich, warum glaube ich, wem glaube ich? Kann ich Gott glauben wie Abraham zum Beispiel? Warum kommen wir nicht einfach mal über den Glauben ins Gespräch? Warum beten wir nicht einfach mal nur um den Frieden zum Beispiel? Machen können wir ihn nicht. Darum beten dafür umso mehr. Warum halten wir nicht einfach mal inne
und überlegen uns, was dieses Angebot Gottes, dem Bund, den er mit Abraham und damit ja auch mit mir schließt, was das für mich für eine Bedeutung haben kann. Anders gefragt, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Und bin ich bereit, mich durch Gott auch verwandeln zu lassen? Bin ich bereit, diesen Gott an mir wirken zu lassen, damit er durch mich wirken kann? Unsere Kirchen schmückt seit einigen Tagen dieses Gebilde unter der Decke. Als ich gestern im Gottesdienst mit den Kommunionkindern, die Kommunionkinder fragte, was das sei, kamen die besten Fantasien natürlich dabei raus. Klar, es ist nichts anderes als ein Kokon. Die Osterkerzengruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Jahr mit diesem Gebilde zu arbeiten. Wir wissen, in einem Kokon findet Verwandlung statt. Die Raupe spinnt sich selber ein und lässt geschehen. Was dabei herauskommt, wissen wir alle, ein schöner Schmetterling. Aus Altem, aus Hässlichem wird Schönes Neues. Nichts anderes feiern wir Ostern. Das Neue. Das Leben, das lodernde Licht, die lodernde Fackel Gottes im Dunkel des Todes. Verwandlung. Gleich wandeln wir auch. Brot und Wein werden gewandelt in Leib und Blut Jesu Christi, doch dabei soll und darf es nicht bleiben. Wir sind nämlich eingeladen, uns mit verwandeln zu lassen. In dem Brot und Wein gewandelt werden, so auch wir, als eine Gemeinschaft der Glaubenden in Christus, als seine Familie, als Schwestern und Brüder, als Lichtgestalten im Dunkel unserer Zeit. Lassen wir uns verwandeln. Nutzen wir vielleicht diese Zeit, schlummernd in einem Kokon und doch sich verändernd und wandelnd. Erleben wir so Ostern als Schmetterlinge, die die Freiheit genießen. Und bitten wir immer wieder neu um den Frieden Gottes in unserer Zeit. Eine kleine Anmerkung zum Schluss. Ab dieser Woche werden unsere Kirchtürme die Farben der Ukraine schmücken. Wir wollen auf diese Weise ein Zeichen setzen der Solidarität, der Geschwisterlichkeit. Aber bei solchen Zeichen, die sinnvoll sind und gut, wie ich meine, darf es nicht bleiben. Vielmehr müssen wir handeln, Frieden schaffen, im Kleinen wie im Großen. Die Farben der Ukraine und die Regenbogenfahne, die wir auch aufhängen werden, sollen uns bis Ostern daran erinnern.
Jesus Christus, dein Vater hat dich den Menschen geoffenbart. Du vermittelst zwischen Göttlichem und Menschlichem. Darum bitten wir dich voll Vertrauen, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Not ist dir im Leben so oft begegnet. Wir beten für alle Menschen, die unter den Wirren des Krieges in der Ukraine, aber auch an so vielen anderen Orten in der Welt leiden. Lass sie Menschen mit offenen Herzen und helfenden Händen begegnen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Sünderinnen und Sündern hast du Vergebung angeboten. Wir beten für all jene Menschen, die Leid und Not der vielen Kriegsopfer zu verantworten haben. Lass sie zur Einsicht kommen. Und lass sie zwischenmenschliche Sorge über politisches Kalkül stellen. Christus, höre uns. Christus, du selbst hast uns vorgelebt, wie man anderen zum Nächsten wird. Wir beten für die unzähligen Helferinnen und Helfer, die sich für die Notleidende des Krieges einsetzen. Vergilt ihnen all das Gute, das sie bewirken. Christus, höre uns. Petrus hat dein Wirken in seinem Leben nicht recht glauben können. Wir beten für uns selbst und alle, die deine Botschaft vernehmen. Lass uns offen bleiben für das, was du mit uns im Leben vorhast und bewahre uns vor zu viel Ängstlichkeit und Unruhe. Christus, höre uns. In deiner Auferstehung hast du den ewigen Tod besiegt. Wir beten für alle Menschen, deren Lebenskreis sich geschlossen hat. Schenke ihnen einen Platz in deinem Reich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um all dies bitten wir dich, der du uns Menschen liebst und mit uns lebst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thank you.
Guter Gott, den Gaben von Brot und Wein ist dein geliebter Sohn mitten unter uns, wie einst auf den Berg Tabor Jesus seine Jünger um sich versammelt hat, so ruft er heute auch uns alle um diesen Tisch zusammen, als eine einzige Gemeinschaft in der Kraft des Heiligen Geistes. Dafür danken wir dir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in der Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sünden entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen von uns dir abgewandert hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und einander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es,
reichte er seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir da, was du uns gegeben hast. Das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mag deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns nun beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft. In Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Gast unter mir in der Hand, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
dein Durst nach Glück, nach Liebe, ihn nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt dein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott. Dein Sehnen ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Lasset uns beten. Gott, du hast dich uns gezeigt im Wort vom Heil und im Sakrament der Gegenwart deines Sohnes. Lass uns nun hinausgehen in diese Welt, der Feier der hohen Osterfest entgegen. Mach uns empfindsam für die Nöte der Menschen in unserer Nähe und überall auf der Welt. Schenke uns gerade jetzt in dieser Zeit der Bereitschaft, für Frieden und Gerechtigkeit zu beten und zu handeln. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Geh in die Welt als Bote des Friedens. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Tröster und Helfer, Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Zeichen der Liebe, Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Freund für die Menschen, Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist gesegnet, und gesegnet gehst du am Ende heim. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Einen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der Höhe,
Er halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß